Wenn ich einen VPN-Test mache, dann arbeite ich mich in der Regel an einer Liste ab, welche Funktionen der Dienst unterstützt und welche er halt nicht unterstützt oder was nicht so gut geht. Wenn ein VPN-Anbieter so schlecht ist, dass ich nicht mal mehr zu dieser Liste komme, dann wird's kritisch. Und das ist auch jetzt der Fall gewesen bei MyStekanos Online Shield. Ja, das Design ist schon mal relativ minimalistisch gehalten. Das ist die App, die ich in Windows installieren kann. Optionen habe ich auch nicht viele. Und ich kann im Grunde nur sagen, verbinde mich. Und hier kann ich noch das Land hier auswählen, zu dem er mich verbinden soll. Das Blöde ist, ich weiß nicht, ob das pro Land ein Server ist. Ich habe keine Infos über die Server, wie schnell die sind. Ich weiß nicht, welches Protokoll der verwendet. Na gut, ich weiß es schon. Ich habe nachgeschaut, oben VPN auf Port 1193. Aber das muss man sich echt erarbeiten, diese Informationen, die stehen einfach nicht in der Software drin. Laut Werbeseite sollen auch noch andere Protokolle unterstützt werden und auch andere Ports, aber ich weiß nicht, ob das dann nur auf andere Apps zutrifft oder also ich konnte es in der Windows-App nicht machen. Das Fatale ist auch, die OpenVPN-Konfigurationsdateien bekommt man nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann nur unter hohen Aufwänden überhaupt mal sein NAS oder irgendein anderes Gerät, für das es halt keine App gibt, verbinden. Also das ist so absolut suboptimal. Aber schauen wir uns mal an, was das denn kann. Ja, die Verbindung kann es schützen mit VPN. Da gibt es erstmal nichts zu meckern. Es gab jetzt auch keine IP-Leak oder ähnliches. Das sieht hier auf IP-Leak.net eigentlich schon mal ganz gut aus. Das hat funktioniert. Ja, Werbung blockieren. Da wird es richtig gruselig. Denn das Teil installiert lokal einen Proxy-Server. Also normalerweise wird Werbung blockiert, indem man einfach einen DNS-Server benutzt, der die Anfragen nicht mehr beantwortet, wenn es um Tracking-Domains geht oder halt falsch beantwortet. Und hier wird einfach auf meinem Computer ein Proxy-Server installiert, über den der ganze Verkehr nochmal geleitet wird und da dann gefiltert wird. Und die Filterlisten sind wohl alt, wurde mir dann vom Support gesagt. Ja, ich gehe jetzt mal hier auf die MSN-Seite, habe mir mal einen Artikel aufgemacht, drück mal F5. Ihr seht ja, dass hier das Werbung blockieren aktiviert ist. Was passiert dann? Ich habe jetzt hier ein leeres Feld zum Beispiel, da wäre jetzt eine Google-Anzeige gewesen, die hat es blockiert, aber die zerschießt halt auch gleichzeitig immer so ein bisschen das Design der Seite. Hier unten sieht man es auch nochmal. Das sind alles Anzeigen. Manche Anzeigen kommen einfach durch, andere Sachen ja, werden hier einfach. Ja, blockiert, man sieht es, aber das ist halt völlig unschön. Also wenn ich einen normalen Adblocker benutze, dann sind diese Felder halt alle gar nicht da. Also das ist keine gute Sache, das Werbung blockieren. Vor allem, weil auch auf meinem Computer jetzt auf einmal ein Proxy-Server läuft. Also das muss ja wirklich nicht sein. Was ist mit Cookies automatisch entfernen? Ich habe keine Ahnung, was das Ding machen soll. Wann soll das denn die Cookies entfernen? Es werden ja immer erstmal welche angelegt. Also so richtig verstanden habe ich das nicht. Browser-Typ anonymisieren gibt es auch noch. Ist aber Blödsinn, weil wenn ich jetzt mal hier auf whoair.net gehe und lade die Seite neu, dann wird mir hier korrekterweise Chrome 70 angezeigt. Da wird also gar nichts anonymisiert. Das heißt, das Programm wiegt einen hier bei manchen Punkten einfach in Sicherheit, obwohl es einfach nicht funktioniert. Jetzt könnte man sagen, naja, der VPN an sich funktioniert ja. Also wer jetzt einen billigen VPN haben will, kann das ja machen. Ja, mein Gott, was soll ich sagen? Dann gehe ich auf die Preise und das kostet halt auch 50 € im Jahr. Und da gibt es in der Preisklasse schon ganz andere Kaliber an VPN-Anbietern. Und weil man ja auch die OpenVPN-Config-Datei nicht bekommt und immer auf diese App hier angewiesen ist, die ja auch kein Kill-Switch hat, also die nicht verhindern kann, dass die Verbindung abbricht und ich dann doch ja, mit dem nackten Arsch im Internet hänge. Und das kann ja auch ein Problem sein. Das verhindert die Software hier halt nicht. Und auch die Sachen, die sie verspricht, die gehen auch nicht oder gehen einfach schlecht. Von daher, was soll ich sagen, kann ich abraten. Ja, bei 50 € im Jahr, da gibt es was Besseres.